Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten FIFA 18 Squad Building Challenge Video und heute wollen wir die dritte fortgeschrittenen SBC machen, die es aktuell gibt, nämlich die Liga Nationen Hybrid, die von den dreien, die wir bisher, oder von den beiden, die wir bisher gemacht haben, auf jeden Fall die schwerste ist, weil wir dort auf zwei Mannschaften Loyalität benötigen, aber darauf werde ich gleich nochmal näher eingehen. Loyalitätsbonus für die, die es noch nicht wissen, ist, wenn ein Spieler entweder in einem Pack gezogen wurde oder eben schon 10 Spiele für euren Verein gemacht hat. Aber da gibt es einen kleinen Trick, wie ihr das beschleunigen könnt, und das werde ich euch auch im Laufe des Videos mal kurz zeigen. Und dann starten wir einfach mal rein. Wir haben die bunte Mischung SBC, wir haben die fortgeschrittenen SBC, die Schwer- und die Hybridmeister. Für die unteren beiden braucht ihr auf jeden Fall Loyalitätsbonus. Da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Jetzt legen wir erstmal los mit dem ersten Team und das hat mich 5000 Coins gekostet. Die meisten oder einige haben ja gefragt, was die Teams überhaupt kosten, die ich euch zeige, dass ich nicht nur jeden Spieler einzeln sage, was er kostet, sondern auch euch die Gesamtchallenge, den Preis dazu nenne. Werde ich jetzt auf jeden Fall immer machen, werde die einzelnen Spieler zeigen, die ich gekauft habe, und dazu auch den Gesamtpreis nennen. Wir haben Mirante im Tor für 450, wir haben Henrichs, der 400 Coins kostet, Knoche kostet ebenfalls 400, Dainelli auch 400 Coins, Desiglio ungefähr 800 Coins, Frey 450 Coins, genauso wie Freuler. Dann Stocker haben wir für 550 Coins, 500 Coins für Müller, 450 für Memedi und für Giacerini ungefähr 800 Coins. Macht insgesamt 5000 Coins für diese SBC, wo wir genau zwei liegen und maximal genau drei Nationen verwenden können, was bei uns jetzt Italien, Deutschland und die Schweiz sind. Ist auf jeden Fall sehr gut zu machen, denke ich mal. Und für 5000 Coins ein 25k Pack, sehr sehr ordentlich. Insgesamt kriegen wir bei dieser SBC für, ja, ich habe ungefähr 55k für diese SBC gezahlt, ich kann es schon mal jetzt im Vorneweg sagen, und man bekommt einfach ungefähr 150k zum einen aus Coins und zum anderen in Packs wieder raus, weil bei dieser SBC hier zum Beispiel gibt es Coins und Packs. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil, denke ich mal. Also da verdreifacht man ungefähr den Wert seiner Coins sozusagen. So, wir machen einfach mal weiter. Fortgeschrittenen SBC. Was brauchen wir hier? Wir brauchen genau 5 Nationalitäten, genau 3 Ligen. Spieler mit derselben Nationalität dürfen wir maximal 3 verwenden und maximal 4 aus derselben Liga und brauchen ein 78er Teamrating. Und dann gehe ich hier mal die Spieler durch. Wir haben im Tor Marchetti für 700, rechts haben wir Beck, dann in der Innenverteidigung Maurizio für 1000 Coins, Wallace für 600 Coins, links haben wir Luna für 500 Coins, rechts haben wir Carlos Manet für 950 Coins, Gentner für 600 Coins, Leiva für 700 Coins, Pardo für 500 Coins, Morales für 650, Terodde im Sturm für 400, und das war's dann auch schon. Insgesamt 7000 Coins für die Mannschaft. Es kann sein, dass ihr bei manchen Spielern, zum Beispiel hier bei Lucas Leiva, ein bisschen länger suchen müsst, dass ihr so günstige Spieler bekommt. Das habe ich persönlich auch gemacht. Habe immer ein bisschen länger gesucht, immer ein bisschen versucht, einen sehr, sehr günstigen Spieler zu bekommen, bevor ich jetzt irgendwelche Spieler, die durch SBCs teurer sind, für zu viel Geld kaufe. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr da ein bisschen mehr Geduld habt, auf jeden Fall ein bisschen länger schauen nach den Spielern. Da kommen auf jeden Fall sehr, sehr oft günstige drauf, weil die auch Non-Rare natürlich sind und daher nicht so gefragt normalerweise. Dafür gibt es auf jeden Fall ein 25k Pack und nochmal 1500 Coins, also 26.500 Coins ist diese Challenge eigentlich wert, und dafür bezahlen wir 7000 Coins. Auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Dann geht's weiter mit den beiden Teams, wo wir Loyalität brauchen, und ja, ich habe es ja schon am Anfang mal erwähnt, der Loyalitätsglitch gibt es natürlich nach wie vor noch, den gab es in FIFA 17, der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch, und ich will ihn euch einfach mal zeigen. Ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier unsere Mannschaft, da gehe ich jetzt einfach mal kurz die Spieler durch, was die kosten. Das ist auf jeden Fall die teuerste Challenge hier, dafür gibt es allerdings auch ein 50k Pack. Hat mich ungefähr 30.000 Coins gekostet. Ich gehe jetzt mal die einzelnen Spieler durch. Ihr könnt sie euch anschauen. Und ja, Loyalität. Wir brauchen auf jedem Spieler hier in diesem Team, oder ich glaube nicht auf jedem, aber fast auf jedem, Loyalität.
Und wie bekommt man Loyalität? Ihr seht, wir haben aktuell 79 Chemie, das heißt, so würde das noch nicht funktionieren. Wir haben auf diesen Spielern aktuell 9 Spiele, das heißt, wir haben den Loyalitätsbonus noch nicht. Das seht ihr hier an dem Wappen links oben auf der Karte. Das ist noch weiß, müsste dann grün sein, wenn wir Loyalität haben. Das erreichen wir entweder dadurch, wenn wir einen Spieler in ein Pack ziehen, von denen hier, oder den Spieler für 10 Spiele verwenden. 9 haben wir bisher gemacht. Und ja, wie bekommen wir jetzt das 10. Spiel möglichst schnell, ist die Frage. Dazu geht ihr einfach in Mannschaften, baut euch hier das Team einfach so nach, wie ihr es in der SBC verwenden wollt. Geht auf Offline Einzelspieler, geht ins Team der Woche, was jetzt in dem Fall hier das Wants to Watch Team ist aktuell. Drückt hier auf Start, wählt irgendeine beliebige Schwierigkeit aus, das ist vollkommen egal, weil ihr das Spiel eh nicht spielen wollt. Dann drückt ihr das Ganze einfach mal schnell durch und dann sind wir gleich im Spiel, müssen jetzt hier noch warten, bis das Skill Game vorbei ist. Das machen wir jetzt einfach mal schnell und dann geht's los. Ihr drückt die Options-Taste, das Spiel startet und jetzt ganz wichtig, wenn das Spiel losgeht, ihr müsst auf jeden Fall den Anstoß ausführen lassen. So, das ist jetzt hier passiert. Wir haben 14 Sekunden gespielt, dann habt ihr oder drückt ihr auf Start und ihr habt verschiedene Optionen, die ihr jetzt machen könnt. Zum einen könnt ihr einfach die Anwendung beenden, das heißt, ihr drückt jetzt PS-Taste, drückt auf Anwendung schließen bei FIFA und startet das Spiel dann neu. Oder eine andere Option ist, ihr trennt eure Verbindung, ihr zieht entweder das LAN-Kabel raus, falls ihr mit LAN verbunden seid. Oder eine Option, die ich gerne mache, die werde ich jetzt mal kurz mit euch durchgehen. Ihr geht hier einfach auf Einstellungen, Netzwerk und auf der PlayStation macht ihr dann diesen Internetverbindungstest und könnt dann sofort wieder abbrechen, raus und ihr seht, das Spiel ist abgebrochen. Und dafür, oder das Positive dabei ist, man bekommt hierfür keine Niederlage in seiner Statistik gut geschrieben. Wir müssen uns jetzt zwar wieder neu verbinden mit den EA-Servern, werden aber jetzt gleich wieder zurückkommen ins Menü und werden noch die gleiche Bilanz, nämlich 30-7 haben, die wir gerade hatten. Und unsere Spieler sollten jetzt das 10. Spiel auf ihrem Konto haben, nämlich mit dem Loyalitätsbonus. Da schauen wir einfach mal in die Mannschaft rein und ihr seht, die Mannschaft hat jetzt 90 Chemie und gerade eben hatte sie noch 79, also perfekt funktioniert. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, geht sehr, sehr schnell, wie ihr gerade gesehen habt. Und damit könnt ihr die Loyalität auf jeden Fall sehr, sehr schnell holen. Das müsst ihr bei diesen beiden Mannschaften machen. Also 20 Mal ist also ein relativ großer Aufwand. Aber ich denke mal, für die Packs am Ende lohnt sich das auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen Spieler schon im Team und müsst da nicht ganz so viele Spiele machen. So, jetzt gehen wir einfach mal durch hier wieder in diese SBC. Zuerst mal, was brauchen wir? 6 Nationalitäten, 6 Ligen. Spieler mit derselben Nationalität maximal 2, maximal 2 aus derselben Liga und 80 Teambewertung, 89 Chemie ist hier am Start. Ja, wie habe ich das Ganze gemacht? Wir haben hier ein paar Hyperlinks, zum einen Zhirkov und Shatov. Dann haben wir in der Innenverteidigung einmal Phil Jones und Jagielka. Dann haben wir hier einen Hyperlink aus Portugal mit Pereira und mit Fortes Hernani. Und ja, im ZM haben wir 2 Spanier aus der spanischen Liga, nämlich Illarramendi und Gabi. Und im Sturm haben wir 2 Deutsche von Hoffenheim, nämlich Marc Uth und Sandro Wagner für 1200 Coins. Und im Tor brauchen wir dann natürlich noch eine andere Nation und eine andere Liga. Und da habe ich jetzt einfach mal Steve Mondon da genommen, weil der ein sehr gutes Rating hat und uns somit auf 80 Gesamtbewertung bringt. Insgesamt hat mich das Team jetzt 11.600 Coins gekostet und dafür gibt es ein 35k Pack. Also eigentlich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr günstig, finde ich. Schicken wir mal weg. Also wie gesagt, auch hier braucht ihr die Loyalität, sonst funktioniert es mit dem Team nicht. Und dann zu guter Letzt das Team, das ihr gerade schon gesehen habt. Die Spieler bin ich schon durchgegangen, da konntet ihr euch die Preise ja mal anschauen. Sind relativ teuer, muss ich sagen. Es gibt wahrscheinlich hier auch noch eine günstigere Alternative. Das ändert sich immer mal ein bisschen, weil dann doch der ein oder andere den Spieler erkennt, dass man ihn gut für die SBC verwenden kann und daher wird der sehr, sehr häufig gekauft und dadurch steigen die Spieler im Preis natürlich. Vor allem natürlich auch, weil wir hier ein 82er Rating brauchen und dann unbedingt solche Spieler brauchen wie Strootmann oder wie
Glick, die natürlich eine seltene Nation haben und eine seltene Liga mit Culture A und ja, League A. Zum Beispiel jetzt League A und Polen ist natürlich jetzt sehr gefragt für diese Challenge mit dem hohen Rating. Und dadurch kommen wir jetzt auf jeden Fall auf die Chemie. Wir haben sogar viel mehr, als wir eigentlich bräuchten. Und können die Mannschaft wegschicken. Seltene Goldset, seltene Spielerset. Gibt es dafür eine 50k-Pack. Sehr, sehr geil. Damit haben wir die Hybrid-Nationen, Liga, Nation und Hybrid abgeschlossen. Dafür gibt es auch nochmal 12.000 Coins. Wenn ihr das abzieht von den 55.000, die ich jetzt investiert habe, bezahlt ihr insgesamt 43.000 Coins für diese SBC. Also ist auch wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Und dann öffnen wir mal die Packs. Es gibt aktuelle Wants to Watch in Packs und da bin ich echt mal gespannt, ob wir vielleicht einen ziehen können. Die Packs sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir fangen einfach mal direkt an mit dem Premium Goldspieler Set. Let's go. Und drücken die Daumen, dass hier vielleicht gleich mal eine Leinwand kommt. Ne, kommt leider nicht. Kein 83 Plus. Wer ist es? Stürmer von Wolfsburg, Mario Gomez. Ein 82er. Ist vielleicht auch noch ein paar Coins wert, aber ich denke mal auch nicht so viel. Chesney haben wir noch von Juventus, der könnte vielleicht auch für ein paar Coins gehen. Und Mendy, der geht auf jeden Fall auch für ein paar Coins weg. Packen wir mal auf die Transferliste. Und dann geht's weiter. Seltene Goldset ist das nächste, das 25k-Pack mit den 12 seltenen Objekten. Kriegen wir einen guten Spieler? Sieht nicht so aus. Wer ist es? Rechtes Mittelfeld aus der Türkei, aus Bosnien-Herzegowina, Viska. Ist jetzt nicht die geilste Karte, muss man sagen. Da habe ich mir ein bisschen mehr versprochen, aber wir haben noch zwei richtig gute Sets. Da könnte auf jeden Fall noch ein richtig guter Spieler dabei sein. So, 35k-Pack und 50k-Pack zu guter Letzt. Drücken wir mal die Daumen, dass jetzt hier noch was Gutes bei rumkommt. Wir müssen ungefähr 40k aus diesen Packs rausbekommen. Sieht auch mit diesem Pack nichts aus, als würden wir das schaffen. Wer ist es? ZM von Benfica. Immerhin Pizzi, den man vielleicht auch in der ein oder anderen SBC noch gebrauchen kann. Wen haben wir noch? Oliver Torres. Ja, ist jetzt noch nicht so geil gewesen, die Packs. Also ich hoffe, ihr habt da mehr Glück, wenn ihr die SBC macht, als ich gerade. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch ein 50k-Pack, was uns noch auf jeden Fall einen 83 Plus geben sollte. Da das muss eigentlich sein, sonst bin ich sehr, sehr enttäuscht hier von diesem Pack-Opening. Drücken wir einfach mal die Daumen, öffnen das Pack und let's go. Bitte EA, komm, haut mal einen. Das ist kein 83 Plus, EA. Was ist denn da los, ey? Das kann doch nicht sein. Spanien ZM von Atletico. Saul Niguez, ein 82er, Alter, in so einem Pack. Unglaublich. Wen haben wir noch? Wir haben Wilch hier, der vielleicht ein paar Coins wert ist. Dann Zabacosta ist auch ein bisschen was wert. Ansonsten, ja, hatte ich eher nicht so viel Glück jetzt in den Packs. Ich hoffe, wenn ihr die SBC macht, habt dort mehr Glück. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr dort gezogen habt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und auch gerne ein Abo, wenn ihr keine SBC von mir mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin, euer Jules. Haut rein.